Hey Leute, willkommen wieder bei Bannermeister und ja, und heute geht es mal wieder um Flohmarktfunde. Ja, ich war heute mal wieder beim Flohmarkt, weil das Wetter war so wunderschön. Da dachte ich mir, hey Ben, komm, stehst mal frühs aus den Federn auf und machst dich bereit, zum Flohmarkt zu gehen und hoffentlich ein paar Schnäppchen zu finden. Ja, ich habe auch ein bisschen was gefunden. Es sind nicht nur Videospiel-ähnliche Dinge, deswegen hoffe ich mal, dass es trotzdem für euch okay ist. Ihr könnt mir gerne mal schreiben, ob ihr auch sehen wollt, wenn ich anderes Zeug auf dem Flohmarkt kaufe oder ob ich das jetzt nur machen sollte, wenn ich auch irgendwie ein Spiel habe. Ja, vielleicht wollt ihr auch sehen, was ich sonst so kaufe. Ja, ich würde gleich sagen, wir fangen direkt an und ich zeige euch mal, was ich gefunden habe. Ich lief da so lang, dann war da rechts so ein Stand und da lag zwischen so zwei anderen Figuren das hier, ein kleiner Kenny aus South Park. Ja, ich habe noch kein South Park Plüschtier und ich hätte eigentlich die Figuren ganz gerne. Ich gucke das nämlich ganz gerne im Fernsehen und ja, eine Plüschtiere davon finde ich eigentlich ganz cool. Die kann man immer ganz gut so auf die Couch stellen oder ähnliches. Und da passt das doch ganz gut. Diese Figur hier übrigens, ist ja noch das Originalschild dran. Da steht auch South Park drauf und 2001. Also der ist schon ein bisschen älter. Der kommt dann nochmal in die Waschmaschine und dann kann ich ihn mir auf die Couch packen. Da habe ich die nette junge Dame gefragt, was das Ganze kosten soll. Und sie meinte, ja, 1 Euro. Also habe ich mal für 1 Euro mitgenommen. Da habe ich auch nicht weiter gehandelt. So, dann habe ich mir noch eine Figur gekauft. Die war so bei Kinderspielzeug, da waren so ein paar Kisten und da war eine Kiste, da stand 50 Cent pro Artikel und da habe ich dann schon von Weitem gesehen, dass da was drin liegt, was mich interessiert und habe dann auch ein bisschen weiter gewühlt, aber leider war sonst nichts weiter Interessantes jetzt für mich dabei. Daher blieb es bei der einen Figur und ich habe sie mir mitgenommen für 50 Cent Son Goku in der Form des vierfachen Super Saiyajin aus Dragon Ball GT. Ja, das ist auch so eine Figur, die scheint auch noch relativ gut erhalten zu sein. Also außer hier am Haar irgendwie so ein bisschen sehe ich hier jetzt sonst nicht wirklich irgendwas. Und es gibt halt Leute, die mögen ja Dragon Ball GT nicht unbedingt und auch das mit dem vierfachen Super Saiyajin und so weiter. Aber ich war immer ein Fan davon und ich fand den vierfachen immer richtig, richtig cool. Und ja, da dachte ich mir, für 50 Cent nehme ich die mit und stelle die mir dann hier so ins Regal oder so. Das passt ganz gut und hier unten steht auch noch ein bisschen was dran. Da steht irgendwas von 96. Ich weiß jetzt nicht, ob die Figur von 96 ist. Und was von De Agostini, dass die das importiert haben nach Deutschland aus China oder so ähnlich. Ja, vielleicht ist sie auch ein bisschen wertvoller, vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ja, für 50 Cent kann man sowas mal mitnehmen. So, dann habe ich auch Spiele gefunden. Ja, dazu kommen wir jetzt. Da war nämlich so ein Stand von so einer Frau und da lagen dann so ein paar PlayStation 2 Spiele und da habe ich gefragt, was sie denn kosten sollen und sie meinte, pro Spiel hätte sie gerne 3 Euro, aber man kann vielleicht auch handeln, wenn ich mehrere nehme und dann vielleicht auch auf 2 Euro runtergehen. Ja, dann habe ich mal geguckt und dann habe ich 3 Spiele gefunden, die mich interessieren. Das war einmal Dynasty Warriors 3. Das Ganze habe ich auch noch nicht und das sieht auch noch relativ gut erhalten aus. Also ich sehe hier fast nicht mal wirklich Kratzer oder irgendwas. Und wenn man reinguckt, ist hier leider keine Anleitung drin, sondern nur so eine Koei Tecmo-Karte und die CD. Und die CD war auch noch sehr gut erhalten, daher habe ich das dann auch mitnehmen wollen. Das gleiche haben wir hier mit Dynasty Warriors 4 für die PS2. Hier genau dasselbe, sieht alles super aus, auch die CD und leider aber wieder keine Anleitung. Sondern nur diese Karte, die halt bei den ganzen Spielen hier wohl mal auch dabei war. Und ja, der vierte Teil. Und dann haben wir das Ganze auch noch mit dem fünften Teil. Und da ich noch gar keinen Dynasty Warriors auf der PS2 überhaupt habe, bin ich ganz froh, dass ich da jetzt mal sozusagen anfange mit der Reihe. Und ja, habe ich die dreimal mitgenommen. Wie ihr gesehen habt, waren überall keine Anleitungen bei. Sollte irgendwer aus irgendeinem Grund diese Anleitungen übrig haben und die vielleicht verkaufen, tauschen, was auch immer wollen, dann könnt ihr mir gerne Bescheid sagen. Die suche ich dann jetzt mal, sage ich mal. Und ja, weil ich ja 3 Spiele mitgenommen habe, wären das ja eigentlich 9 Euro. Sie hätte ja vielleicht auf 6 Euro dann runtergehandelt. Ich habe dann gefragt, ist es okay, wenn ich die 3 mitnehme für 5 Euro? Und sie meinte, ja, passt. Also habe ich die mal mitgenommen. Ich habe auch mal geguckt, ob der Preis gut war. Das mache ich meistens nämlich nicht so direkt davor, sondern dann halt irgendwann danach, weil ich das immer versuche, so ein bisschen alles im Kopf zu behalten.
Und bei Rebuy ungefähr habe ich halt mal geguckt, da hätte ich pro Spiel schon fast 3 Euro bezahlt, was sie eigentlich auch haben wollte. Und ja, dann hätte ich halt 9 Euro bezahlt statt 5 und ist okay. Ich freue mich. Ja, dann habe ich einen Stand entdeckt, der hatte ein paar Brettspiele da liegen. Und ich bin ja Fan von Brettspielen, ich mag sowas echt gerne mit Freunden und habe mir da mal ein paar mitgenommen. Unter anderem dieses hier. Monopoly in der alten Edition von 1996. Das Ganze ist noch mit D-Mark und den Figuren so schön aus Metall und so weiter. Das sah auch komplett aus. Ich muss noch mal genau nachgucken, ob da wirklich alle Karten bei sind, aber das meiste scheint wohl drin zu sein. Mir wurde auch gesagt, dass es wohl komplett ist. Und ich habe mich auch jetzt mal dann schlau gemacht und herausgefunden, dass die 96er Ausgabe auch das letzte war, was mit D-Mark war. Danach kam halt Euro und so weiter. Und ja, mit D-Mark, warum nicht? Dann kann ich das mal noch mit dem alten Geld zocken. Und ich bin sowieso Fan von Monopoly und mag das ja echt gerne. Also das habe ich gekauft. Dann habe ich beim gleichen Stand noch dieses Spiel hier gesehen. Tabu. Das Ganze ist, so wie es da drauf steht, die dritte Edition mit 1000 völlig neue Tabubegriffe. Ich muss sagen, ich habe dieses Spiel noch nie gespielt, weil ich irgendwie nie einen hatte, der das hatte. Aber ich habe das mal gesehen und sowas und fand das halt immer sehr, sehr cool und stelle mir das auch sehr lustig vor mit den Begriffen erzählen und umschreiben. Und habe auf jeden Fall Bock darauf, das mit Freunden mal zu zocken. Und da dachte ich mir, ey komm, nimmst du das auch mit? Und dann habe ich noch ein letztes Brettspiel gefunden, das war dieses hier, die Maulwurf Company. Das habe ich ja so oft damals in der Werbung gesehen, das glaubte gar nicht immer mit diesem Maulwurf hier. Ich habe es auch noch nie gespielt, nie gehabt, keine Ahnung, aber ich habe es jetzt einfach mal mitgenommen und werde mir das Ganze mal anschauen, ob das denn lustig ist oder auch nicht. Mal gucken. Ja, ich habe dann gefragt, was sie haben möchte für die Brettspiele und sie meinte so, ja, 2 Euro pro Stück. Und ich habe dann gesagt, naja, machen wir wieder einen Fünfer für alle drei und siehe da, hat geklappt. Und ich habe auch gesehen, dass Monopoly jetzt unter anderem ging bei eBay auch so für so 10, 15 Euro weg, weil es halt noch die D-Mark-Variante ist. Also vom Preis her hat sich das auf jeden Fall gelohnt und ich freue mich riesig. Ja, 3 weitere Brettspiele für meine Sammlung. So, dann ging es aber noch weiter. Und da war dann auch so ein Stand, der hatte da so ziemlich viel Kram und so weiter und Gläser und Tassen und so ein Zeugs. Und da stand dann unten das hier. Ein Dragon Ball Z Schachspiel. Und das Ganze ist, da steht ja auch dran, von De Agostini. Und hier ist es leider ein bisschen geklebt, aber sonst ist es noch okay. Und das ist ja, De Agostini ist ja die diese Figuren dann immer einzeln pro Zeitschrift gemacht haben und man weiß ich, wie viele Zeitschriften kaufen musste, um das mal komplett zu haben, was ja ganz schön, ja, nervenaufreibend ist, sage ich mal. Und hier steht auch drauf, das Ganze ist von 2002 anscheinend. Ja, ich habe dann gefragt, ob das auch komplett ist und so weiter und ich habe auch mal reingeguckt, also ist auch alles da, was da sein soll, die Figuren und das Brett, richtig cool. Und dann wollte ich eigentlich jetzt auch gerade mal bei eBay gucken, ob das Ganze denn wertvoll ist oder nicht. Ich habe diese Version nicht gefunden. Ist das jetzt ein besonders altes? Gab es dann nochmal eins? Kann mich da eine aufklären? Weiß das jemand? Weil ich habe keins gefunden, wo hier rechts auf der Seite nämlich auch noch ein Buu stand. Sondern hier war halt irgendein anderer Charakter und ja, es sah halt anders aus. Also ich habe dieses Cover nicht gefunden. Vielleicht kann mich da jemand aufklären. Ja, ich mag Schach. Ich habe das sogar damals in der Realschule noch gespielt und war da mal so kurze Zeit in so einem Schachclub und sowas. Ich war zwar nie besonders gut darin, aber ich habe das echt gerne gespielt und ich weiß zumindest, wie es funktioniert. Ja, vielleicht hat ja die Mary mal Lust, mit mir zu spielen. Oder auch sonst wer. Dann kommt gerne vorbei und spielt mit mir Schach. Und ich habe gefragt, ja, was soll das kosten? Und er meinte so, ja, mach du einen Preis. Wie ich diese Sachen hasse, wenn jemand sowas sagt. Ich wollte ja jetzt noch nicht ganz so dreist sein und irgendwie sagen 5 Euro oder so. Ich habe ihm dann gesagt, naja, wie wäre es mit 10er? Und er meinte, ja gut, 10er ist okay. Also 10 Euro habe ich dafür bezahlt und ist ja zumindest das coolste Schachspiel, was ich je hatte. Ich hatte mal eins, das war aus Glas und ja, ist vielleicht ganz nett anzusehen oder irgendwo hinzustellen, aber zum Spielen dann vielleicht doch ein bisschen unpraktisch. Aber jetzt habe ich ein Dragon Ball Z Schach. Ja, eine Sache habe ich noch und das hat zwar auch wieder nichts mit Spielen zu tun, aber es ist etwas, was ich trotzdem richtig cool finde. Ich versuche das mal so zu beschreiben.
Ja, hätten Sie gerne 500 Mark oder Tor 3? Tor 3. 600 Mark? Tor 3. 1000 Mark oder Tor 3? Tor 3. Okay, Tor 3, bitte auf. Ja, das ist eine Plüschfigur und wer das nicht kennt, das ist ein Zonk und da gab es nämlich damals eine coole Fernsehsendung und diese Fernsehsendung hieß Geh aufs Ganze. Ja, das kennt vielleicht so die Jüngeren unter euch jetzt nicht mehr, das ist ja auch schon ein bisschen älter und das war so eine richtig coole Show, fand ich im Fernsehen, die war auch sehr unterhaltsam, wo halt Leute immer gefragt wurden, ob sie einen Umschlag wollen, in Blau-Rot oder 500 Mark oder ein Tor 3 und da können natürlich auch Preise oder Geld oder was weiß ich drin sein. Und wenn man halt Pech hatte, dann hat man immer so ein Geräusch gehört und dann bekam man immer diesen Zong zu sehen, weil du dann halt einfach nur dieses Plüschtier gewonnen hast und das war es dann auch schon. Und ich fand die Sendung immer absolut cool damals und ich mag generell so diese alten Sendungen Ruckzuck und Glücksrad und wie das alles heißt. Ich bin großer Fan von sowas und ja, so einen Zong wollte ich eigentlich schon als Kind, als ich das im Fernsehen gesehen habe, immer haben. Und jetzt, ganz viele Jahre später, habe ich ihn endlich bekommen und ich bin mega glücklich darüber. Ja, diese lustige Figur lag auch in so einer Kiste und dann habe ich mir die mal angeguckt und gesagt, ja, was soll denn der hier kosten? Und er meinte so, ja, der Zong. Und da kam so die Frau an der Seite reingelaufen und meinte, 1 Euro. Ja, da habe ich überhaupt nicht lange überlegt, habe mir den mitgenommen und freue mich riesig darüber. Kann vielleicht nicht der ein oder andere verstehen, vielleicht verstehen es manche schon. Ich liebe ihn. Ja, und ich habe übrigens da auch mal im Internet kurz mal geguckt und habe mal bei eBay eingegeben, Zong Plüschtier und sowas. Und ich habe keinen gesehen, der unter 25 Euro wegging. Also, ja, billig sind die Teile nicht und ich bin sehr froh nur 1 Euro bezahlt zu haben. Und ja, ich freue mich. Ja, das war dann auch meine Flohmarktausbeute für heute. Der ein oder andere sieht das vielleicht nicht als so viel, aber immerhin sind es 3 Spiele, über die ich mich freue. Coole Plüschtiere, Brettspiele, Schach und so weiter. Was will ich mehr? Ich bin mega happy und ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Und ihr schaltet natürlich auch wieder beim nächsten Video ein. Wehe, wenn nicht, dann komme ich vorbei. Ich weiß, wo ihr wohnt. Dann bis zum nächsten Video. Macht's gut. Das war euer Bennermeister. Also bis dann.